Menü Surprise wird Ihnen präsentiert von Spar, Force und Stellungi. Sie sehen, ich bin schon in Weihnachtsstimmung. Herzlich willkommen zu meiner Surprise, zum Weihnachtsspecial. Normalerweise habe ich 30 Minuten Zeit, um aus den Zutaten von meinem Gast ein feines Essen zu kreieren. Heute habe ich zweimal 30 Minuten, weil es Weihnachten ist. Dafür kochen wir etwas Opulentes. Zusätzlich habe ich eine super Hilfe. Eine Kollegin von mir, TV-Köchin Mette Hildebrand. Zutatenposten ist sich die Fernsehköchin ja gewöhnt. Aber das Mal muss nicht sein, sondern Beat geht auf, aus all dem, was sie mitbringt, ein feines Weihnachtsmenü kochen. Zu diesem besonderen Anlass komme ich heute 3 Gouverts rüber. Und das ist ein grosser Batzen. So, jetzt zählen wir das doch mal zusammen. Das sieht super aus. Und mit 150 Franken locke ich den Beat sicher aus seiner Reserve. Vielleicht nimmt sie einen Truthahn mit. Oh nein, da geht es endlich 8 Stunden. Ich hätte gerne die ganze Ente. Gerade die gross. Vielleicht nimmt sie auch einen Schokosamichlaus mit. Ah nein, das bin ja ich. Ich nehme gerne Gipfeli, und zwar von der dunklen. Wie viel darf ich Ihnen geben? Ich nehme gerne 2. Ja? Also ich hätte schon eine Idee, was man mit diesen Gipfeli könnte machen. Aber mal schauen, ob der Beat auch drauf kommt. Ich glaube, das wird definitiv eine Herausforderung. Mal etwas Neues zum Anrichten. Da ist mir noch Kugeln runtergefallen. Hoffentlich gibt es beim Kochen keinen Unfall. Vielleicht nimmt sie auch einen Lebkuchen, mit der ruhig runtergefallen. Dann passiert nichts. €148,50 bitte. Super, danke vielmals. Zum Glück hat Beat und ich heute etwas länger Zeit als sonst. Aber in einer Stunde bringen wir da sicher etwas Tolles an. Oh, jetzt ist sie schon da. Alles gut? Ja, selber. Nehmen wir das gerade mal ab. Ui, das ist ja, es ist schwer. Also, nehmen wir mach das. Mach gerade zu. Gut, okay. Können wir gerade führen. Siehst du, hast du auch ein bisschen weihnachtlich eingerichtet. Extra für mich den Baum aufgestellt. Extra für dich den Baum aufgestellt. So. Ich lege mal das Mäntel ab. Ja, warte, das kannst du es gerade dafür tun. Nimm das gerade ab. Ist schon wieder ein bisschen kühler geworden. So. Bist du denn schon in Weihnachtsstimmung? Ein bisschen. Ein bisschen? Also, du siehst an meine Einkäufe. Ja, warte mal, das tun. Also, das tun. Also, die Einkäufe. Dann machen wir alles rausnehmen. Es ist viel. Wie viel Budget hast du denn? 150. Ja. Ich musste noch ein paar kitschige Sachen kaufen, aber du weißt auch, dass ich ein bisschen spinne. Lecker. Ja, normalerweise haben wir eben nur 30, 50 oder 70 gut. Wenn alles zusammenzählst, haben sie einfach alles gegeben. Es wird uns sicher nicht langweilig mit dieser Auswahl. Wird ganz sicher nicht langweilig. Also, jetzt machen wir es so. Ich muss noch ein paar Sachen aus meinem Frigo rausholen. Und unterdessen kannst du auf eine Schoss anlegen. Ja, ich nehme lieber mein eigenes. Ist das eigenes? Ja, look, ich habe mich extra hübsch gemacht und also darum gut. Auch ein tolles Schürzchen. Also gut, das ist auch gut. Hast du das auch in deinem Restaurant, das Schürzchen? Dort habe ich Kochblusen an. So, da haben wir noch mal das als Rauchsalz aus dem Arrowwood. Kenne ich, super. So, du hast mitgebracht die Ente, die Erdnussbutter, dann hast du Wasabi mitgebracht, die Entenleber hast du mitgebracht. Und ich bin aus meiner Küche Zitronen, Orangen, Ingwer, Zitronengras, Zitronen, Thymian. Dann haben wir den Honig und das Rauchsalz.
Und daraus machen wir die Enten, die tun wir ein bisschen einmarinieren mit diesen Sachen und tun sie nach einer ganzen Stunde lang im Ofen immer tiefere Temperatur braten. Und das wirst du sehen, das wird dann wie glasiert. Das gibt dann nicht gerade Peking-Enten, aber die Haut wird ganz knusprig und es wird wahnsinnig aromatisch. Ich sehe, du liebst Enten. Ich liebe Enten. Ich bin froh, wenn du die machst. Die mache ich nicht so gerne. Dann hast du mitgebracht die Gipfeli, das Peterli, die Eierschwämmli. Und dort daraus machen wir die Bruschetta. Und den, Entschuldigung, da hast du noch mitgebracht den Kürbis. Dort daraus machen wir die Bruschetta mit ein bisschen Eierschwämmli drauf und mit Kürbis drauf. Mhm. Was sehr, sehr gut ist. Die richten wir nachher speziell an. Ich habe noch das Lego-Büchsli. Ja, das ist doch gut, richten wir da drauf an. Das ist doch super, ja. Dann hast du mitgebracht da einen Sauser. Mhm. Aus dem Sauser machen wir eine Sauser-Suppe. Und zwar haben wir dann auch ein bisschen Tomatenessenz, die wir dazu nehmen. Und ein bisschen Zwiebeln haben wir dazu, Salz und Pfeffer. Dann tun wir auch noch den Ziegenkäse und die Cashewnüsse, die wir rein tun. Dann hast du mitgebracht die beiden Crevetten und die Frühlingszwiebeln. Mhm. Und dort daraus machen wir einfach die Crevetten auf diesen Frühlingszwiebeln mit ein bisschen Hummerbisk. Und den Rest, den wir da hinten haben, den brauchen wir für die nächste Sendung. Brauchen wir alles fürs Dessert, für den Reis und alles. Das machen wir in der nächsten Sendung. Super. Gut. Also, dann würde ich sagen, willst du mal mit diesen Bruschetta anfangen? Mhm. Und jetzt haben wir eine halbe Stunde, fangen wir an. Dann mache ich die Enten. Ich nehme die mal hier vorne. Die tun wir jetzt marinieren. Zuerst muss ich ein bisschen Orangensaft rein tun. Das war Zitronensaft, Orangensaft. Klaut von denen noch ein bisschen? Ja. Da kommt jetzt noch der Ingwer in meine Marinade rein. Dann schalten wir den auch gleich einschalten. Wir schalten alles ein. Es ist eben auch so, dass wir jetzt für die Enten brauche ich alle vier Öfen. Weil ich selber der Meinung bin, dass wenn du schon so viele Öfen hast, dass sie abschalten kannst, wie du willst eigentlich. Dann kannst du nämlich ganz, ganz kleine Temperaturunterschiede schon vorhaben. Du musst nicht zuerst den Ofen wieder runterkühlen. Aber wenn man das nicht hätte, so viele Öfen, was ja nicht viele Leute haben, ja, geht es auch halt, ohne? Ja, es geht auch ohne, aber du musst dann halt, Gott, dann können wir es nicht in einer Stunde machen. Normalerweise geht eine Ente, kann man auch eine Ente in zwei, drei Stunden machen. Dann spielt es keine Rolle, dann haben wir Zeit, oder? Bei den Enten ist es so, dass ich sie zuerst ganz heiß tue, also ganz heiß rein tue, bei 240 und dann gehe ich auf 180 und dann auf 130 und am Schluss auf 70. Um sich schön anziehen. Ja. Ich tue es innen immer ein bisschen einreiben mit ein bisschen normalem Fleur de Sel und ein bisschen Rauchsalz. Genau, das Salzen von innen ist einfach schon recht wichtig. Das ist wichtig, finde ich auch. Ich tue Zitronen rein, Orangen rein. Ich tue sie immer auspressen, auch wenn ich es rein tue. Mhm. Irgendwo noch rein, sehr gut. Von dem Wasabi tun wir drin und ein bisschen Erdnussbutter drin. Ich habe mal ein Abfallkübeli gemacht. Ja? Gut. So. Das ist jetzt die Marinade mit Erdnussbutter, Wasabi, Zitronen, Thymian, Honig, Orangen, Zitronensaft. Das ist halt sehr aufwendig. Aber die Leute haben halt, wenn es auch ein bisschen aufwendig ist. Also die Eltern halt... hat es verdient, oder? Ich finde auch. Ich habe jetzt einfach den Kürbis in Streifchen geschnitten und die Eierschwämmchen grob gerüstet und die Frühlingszwiebeln in Streifchen, oder? Okay. Dünnst du es jetzt einfach miteinander an und am Schluss die Petali drin? Genau. Ist doch gut, dann nehmen wir die Bruschetta nachher gleich in den Ofen, dann haben wir die schon fertig. Ich tue unterdessen ein Blech rausholen. In dem 240 Grad Ofen. Mhm. Normalerweise kann man sagen, bei den Enten ist es immer so. Es wäre noch besser, wenn man die Enten ein bisschen länger marinieren. Was noch besser ist, man kann sie in einen Plastiksack rein tun und dann mit dieser ganzen Marinade über Nacht reinlassen. Dann kriegt sie relativ viel Aroma. Und die eine Vakuummaschine haben immer mehr daheim? Ja, die können sie. Du hast sicher auch eine? Nein. Ich kann Vakuum überhaupt nicht gern. Ich das muss immer praktisch. Sagen, praktisch genau ist schon, aber es verändert das Aroma, finde ich. Ja, es ist auch verändert. Finde ich jetzt eben noch cool. Ich sage auch, ich bin selber schon der Einzige auf dieser Welt, der das nicht gerne hat. Ich sage meine Köche immer, sie wollen das. Ich habe gesagt, nein, der vakuumiert alles tot. Und das Vakuum ist ja nicht unbedingt der haltbar. Du musst einfach die Säckchen verstecken. Die Säckchen sind eh teuer. Ja. Jetzt tue ich die mit Olivenöl, haben die hier auf die Enten hier auf unser Blech rauf.
Jetzt muss ich schauen, dass sie nicht zu lang, drin ist. Und aufpassen. Ich lasse jetzt nur 10 Minuten bei diesen 240 Grad drin. Mhm. Und dann tue sie nachher wechseln auf 180. Aber nach 240 ist sie noch nicht ganz braun. Und die wird erst im 180er wird sie dann ein bisschen brüner auch. Super. Aber sie darf einfach nicht schwarz werden. Mhm. So. Darf ich dir noch ein bisschen Honig klauen? Selbstverständlich. Du weißt schon, ich und Honig. Ja, das weiß ich, das habe ich gelesen. Du hättest Honig so wahnsinnig gerne. Ja, ich habe gewusst, dass du Honig hast, sonst hätte ich ihn von einem gekauft. So, ohne ja, glaub, Honig kann ich nicht. Wieso hast du den Honig so gerne? Ist das ein Kindheitserlebnis? Nein, ich finde irgendwie, wenn du richtig gut willst, kochen willst, fehlt dir ja nicht nur Salz und Pfeffer, sondern auch irgendwie die Süße. Und weil ich nicht gerne mit normalem Zucker hantiere, habe ich einfach angefangen mit Honig zu arbeiten. Und seitdem ist das eine ewige Liebe und eine ewige Verbindung. Jetzt tust du den Wein. Genau, ein bisschen ablöschen. Für meine Hummerbisque mache ich jetzt, ein bisschen kochen, die Hummerbisque auch. Ein bisschen Olivenöl und dann tue das Zwiebeln anzüchen. Ein bisschen von dem Koriander, den ich vorne habe. Und ein bisschen Ingwer noch. Den ich nachher wieder rausnehme. Und eine Tomate oder zwei, dass es ein bisschen Farbe gibt, noch ein bisschen besser. So, da haben wir jetzt Zwiebeln, Tomaten drin und so. Ingwer. Schieb die mal rein. Ja, ist gut. Der eine ist 180, siehst du, der obere ist 180. Ja. Also mit den Gravetten machen wir jetzt auf den Frühlingszwiebeln, die ich gerade schneide. Mhm. Die Frühlingszwiebeln. Die tun wir ein bisschen assortieren hier unten. Nachher tun wir noch die Hummerbisque auf die Seite, die assortierten Frühlingszwiebeln dazu. Und nachher tun wir die Gravetten drauf. Hier nehmen wir den Grill schon eingeschaltet für unseren Hummer. Dann so. Hier drin. Gut. Und die jetzt also auch noch ein bisschen marinieren mit Honig, die Gravetten? Ja. Dann kannst du gerade eben mit den. Ich denke, für die Sausensuppe nehmen wir dann ein bisschen Tomatenessenz auch noch dazu. Ja, wir sind schon recht weit gekommen. Wir müssen einfach die Suppe noch unbedingt ansetzen. Ja, das müssen wir schon. Du weißt, die Hummerbisque, die ich aus dem Tiefkühler genommen habe, das ist natürlich, da hat es Hummerschalen drin, dann hat es Rüebli drin, es hat viel Tomaten, es hat Ingwer, es hat Eschalot, es hat Knoblauch, es hat Koriander, es hat Peterli, es hat ein bisschen Champignon hat es drin, Fenchel hat es drin und ganz einen Haufen Kräuter. Die Hummer werden im Ofen drin ein, dass sie im Ofen drin rösten, dass sie ein bisschen mehr Aroma kriegen. Mhm. Und das Gemüse tue ich anzüchen und dann tue ich das auskochen, ablöschen mit Cognac, mit Armagnac, mit Galvados und Weisswein und dann reduziere ich das ein. Du hast mal da noch ein paar 10 Minuten. Nüsse zerschrotten, oder? Ja. Die lösche nachher. Jetzt machst du Nüsse, tun wir hacken und die tun wir am Schluss rein, oder? Das sind die größten also als Deko, schon. Oder? Hm? Ja, die sind glaub, sogar ja, gesalzen. Sie ist geröstet und gesalzen. Ja. Jetzt haben wir da eine Zwiebel drin. Mit dem Oberblatt, das wir rein tun, für die Sausensuppe, tun wir das raus. Eigentlich rein. Und dann das sofort aufkochen. Ein bisschen von der Tomatenessenz, haben wir gesagt, legen wir auch noch rein. Mhm. Anstatt dem Bouillabaisse-Würfel, dann ist sie immerhin noch auf Gemüse auf. Also auf einer Gemüsebasis. Da hat es kein Fleisch drin. Man kann auch Hühnerbouillon nehmen, wenn man lieber Fleisch hat. Was kann er noch machen? Jetzt ziehen wir nur noch das, ziehen wir nur noch die Frühlingszwiebeln an. Mhm. Das da muss ich jetzt aber schnell kochen. Und einfach die Suppe noch irgendwie schnellstmöglich mixen, oder? Ja. Das ist eigentlich gut. Bruschetta kann ich ja schon mal belegen. Genau. Ich hole sie mir gerade. Muss ich mal abschmecken. Ja. Sehr gut. Das müssen wir so von dir reduzieren. Jetzt ist gut. Jetzt.
Super. Jetzt nehme ich sie zu 240 Grad raus. Meine Enten. Und tue sie in den oberen. So. Dann hier rein. Also dort auch 10 Minuten drin oben. Das heisst, ja, 5 Minuten, 10 Minuten lasse ich die und dann wechsle ich sie gerade wieder. Meine Suppe ist fertig eigentlich. Dann nehme ich nur schnell mein Oberblatt raus. Kann euch mal, uns mal 4 gemacht, oder? Okay, das langt, das ist super, ja. Das habe ich gemerkt. Das ist aber lässig. Das mal etwas anderes. Cool. Ich muss jetzt schnell daher mixen, weil wir hier einen Stecker. Ich stelle das gerade mal weg, oder? Ja. Oh, das andere muss ich auch noch. Ja, kannst du dir drüber stellen. Hast du dir das hier ablehren? Ich habe das Sieb genommen. Hm? Tue ich gerade zuerst. Können wir gerade zuerst drüber tun, nachher tue ich nur gerade ein bisschen Creme fraiche noch die. So. Dann wieder zurück. Jetzt haben wir die Hummerbisse abpassiert. Dann ist die Hummerbisse fertig. Ein Pfändchen muss ich noch haben für. Eins für Crevetten. Crevetten habe ich hier drauf. Ups. Wir könnten sonst auch mit den Frühlingszwiebeln anbraten, oder? Es gibt ja gar wieder Geschmack. Okay, gut, machen wir die dort rein. So. Jetzt haben wir noch ein bisschen Doppelrand dazu. Und sie heiß. Sollte eigentlich schon. Willst du Butter oder willst du Olivenöl? Olivenöl. Gut. Ich mache immer ein bisschen so bei fertigen Sachen auch alles, was mit mediterranen Sachen zu tun hat, Crevette, so nehme ich Olivenöl. Und alles, was mit Bündner Sachen zu tun hat, nehme ich Butter. So, da muss ich noch ein bisschen Salz drin tun. Hast du die ganze Zeit? Ah, nein, schon rechts. Nur die rechte habe ich eingeschaltet. So. Gut. Jetzt haben wir noch 2 Minuten. Jetzt sind wir eigentlich hier genau fertig fast. Also unser Aperöli ist angerichtet. Unsere Suppe ist gemixt. Lass sie noch ein bisschen würzen. So. Die Enten muss ich schnell noch kontrollieren. Die Enten kommt schon sehr, sehr gut. Sehen Sie da? Schau mal, jetzt kommt sie schon. Unsere Ente kriegt schon richtig schöne Farbe über. Sieht aus, als wenn sie schon fertig wäre, aber gell? Ja, die ist noch nicht fertig. Deshalb gehe ich jetzt mit der Temperatur zurück. Jetzt habe ich noch, ein bisschen von dieser Marinade drauf, die wir hier haben. Die Crevette noch ein bisschen hier abschwenken. Dann könnt ihr noch ein bisschen anziehen mit der Flüssigkeit. So, da haben wir jetzt die Crevette mit den Frühlingszwiebeln, wo die Hummerbissen dazu kommt. Da haben wir unsere Sausersuppe, die muss ich noch ein bisschen anwürzen. Aber wir haben ja noch einen Ziegenkäse. Ja. Mit dem Ziegenkäse und die Nüssen dazu. Und die Bruschetta vorne haben wir fertig gemacht. Das ist mit den Eierschwämmli und mit dem Kürbis. Mhm. Und ihr, liebe Zuschauer, wenn ihr wirklich schauen wollt, ob das uns auch schmeckt, dann müsst ihr jetzt dranbleiben. Wir sind in wenigen Minuten zurück. Für das Weihnachtsmenü hat Beat Gaduff ausnahmsweise 2x 30 Minuten Zeit. Und als qualifizierte Hilfe steht ihm TV-Köchin Meta Hiltebrand bei. Die Ente brutzelt jetzt noch friedlich vor sich ein. Die wird dann erst in der Sendung von nächster Woche fertig. Dafür probieren die beiden jetzt dann gerade Bruschetti mit Eierschwämmli, Sausersuppe und Crevette auf Hummerbisque. Ob die beiden mit dem Resultat zufrieden sind, erfahren sie gerade nach einer kurzen Pause. Menüsurprise wird Ihnen präsentiert von Spar, Force und Stellungi. Menüsurprise wird Ihnen präsentiert von Spar, Force und Stellungi.
Herzlich willkommen zurück bei meiner Surprise. Meine Enten ist im Backofen noch ein bisschen brutzeln. Jetzt servieren wir mal unser Essen, unsere Vorspeise. Mhm. Danke. Hier haben wir unsere Sausersuppe mit dem Geissenkäse, den Nüssen und den Salbeiblättern. Hier haben wir unsere Bruschetta mit dem Kürbis und den Eierschwämmchen. Und hier haben wir die Riesengrevette mit dem Hummerbisk und der Frühlingszwiebeln. Super. Wir nehmen den Champagner dazu, und zwar ist das ein Bella Vista, ein Grand Cuvée, kommt aus dem Franzer Garten, finde ich ganz, ganz toll. Ist ja, zum du hast Teil... gewusst, ich stehe auf richtigen Sprudel. Das ich sage immer gut. Strudel. Denke dir mal bei Zeit. Geht immer ums Essen. So. So. Gut. So. Gut. Also, zum Wohl. Zum Wohl. Auf unser Kochen. Da so, kannst du mal probieren, ich probiere auch mal aus. So ein Brötchen. Mhm. Sehr gut, muss ich sagen. Saisonal. Sehr. Vor allem deine Bisse habe ich noch nicht probiert vorher. Mhm. So. Mhm. Super. Mhm. Richtig festlich. Super. So, liebe Zuschauer, wenn ihr auch so etwas Festliches nachkochen wollt, dann könnt ihr es bei uns nachlesen auf unserer Homepage oder bei der von Sat.1. Wir Mädchen gehen jetzt weiterkochen. Mhm. Und ihr, liebe Zuschauer, wenn ihr sehen wollt, wie die Enten rauskommt, dann müsst ihr auch nächstes Mal einschalten. Jetzt kommt ein toller Wettbewerb. Bis nächstes Mal. Auf Wiedersehen. Machen wir dann die Enten fertig, den Reis machen wir, dann machen wir im Ofen oder auf der Platte, wie du willst. Mhm. Und dann machen wir das Essen noch. Mhm. Dann ist alles und dann richten wir das nochmal an. Könnte man das Mascarpone da rühren, ohne reinhacken. Genau. So. Mhm. Machen Sie mit und gönnen Sie jetzt. Zwei Spargeschenkkarten im Wert von je 100 Franken, die Sie in rund 160 Spar-Supermärkten in der ganzen Deutschschweiz einlösen können. Aus allen richtigen Antworten verlosen wir Ende Jahr den Hauptpreis. Ein einmaliges Menü-Surprise-Package im Wert von weit über 10'000 Franken. Und das beinhaltet einen exklusiven Kochkurs für 10 Personen mit dem Beat Godouf, offeriert vom Mega Küchencenter. Der Force Kombi Steamer für Resultate wie vom Profi. Der Cooking-Chef von Kenwood zum Kneten, Hacken, Mixen und Kochen. Und dazu einen riesigen 2'500 Franken Gutschein von Spar, dass Sie sich alle kulinarischen Wünsche erfüllen können. Und das ist die Frage. Wer ist der heutige Gast in der Sendung «Menü Surprise»? Ist das A. die Meta Hildebrand? Dann rufen Sie auf die Nummer 0901 1234 01 oder schicken das Keyword «Surprise» an Zielnummer 4636. Oder ist es B. Sarah Hildebrand? Dann rufen Sie an auf die Nummer 0901 1234 02 oder schicken das Keyword «Surprise B» an Zielnummer 4636. Gratis mitmachen können Sie auch per WAP. Viel Glück! «Menü Surprise» ist Ihnen präsentiert worden von Spar, Force und De'Longhi.